Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind wieder am Start, wir sind noch 5 Stunden vom Ende des Transferfensters entfernt und ihr habt mir sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, unter anderem Felix Passler, Gideon Jung, Oliver Buscali, Jeffrin und Giazi Zardes. Von denen werden wir versuchen, noch wen zu verpflichten in den letzten 5 Stunden. Wie das Ganze läuft, werden wir gleich sehen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und ich kann euch schon mal sagen, Zardes ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, hat aber nicht so viel Potenzial, wir werden trotzdem versuchen, ihn zu verpflichten. Jeffrin ist mir zu alt und hat zu wenig Potenzial, um den zu holen, auch wenn er natürlich an sich sehr, sehr nice, aber nicht mehr freier Spieler, sondern mittlerweile bei Anji Machatschkala. Olivier Buscali, der hat ein richtig krankes Potenzial, der sieht richtig, richtig gut aus und hat auch nur noch wenig Vertrag, 6 Monate gerade mal, deswegen wollen wir natürlich ganz gerne versuchen, den zu bekommen und wir könnten ihn wahrscheinlich sogar für eine relativ geringe Summe bekommen, 650.000 für so ein Talent, wäre absolut bombastisch, mal sehen, ob das Ganze funktionieren wird. Passlag ist auch ein Spieler mit relativ hohem Potenzial, 352.000 ist der laut ja, dem Scout hier wert und der hat noch 2 Jahre, 6 Monate Vertrag, das heißt, können wir auch im Sommer notfallsweise noch bekommen, wenn wir uns jetzt den nicht mehr leisten können. Zumindest im Idealfall ist das so. Aber wir werden erstmal so versuchen, den zu bekommen. Jung streichen wir von der Wunschliste einfach, weil er das Potenzial nicht hat. Und Giazi Zardes, bei dem ist es so eine Sache mit den Finanzen, da müssen wir erstmal ein bisschen Gehaltsbudget draufpacken, aber dann können wir uns den theoretisch leisten und das wollen wir natürlich auch versuchen. Also wenn wir die 3 bekommen würden, wäre das richtig krank. Die Frage ist, können wir uns Finn am Ende der Saison leisten, aber das soll jetzt erstmal nicht im Vordergrund stehen, sondern nochmal ein bisschen Verstärkung in der Winterpause, auch wenn wir natürlich eher in der Defensive als in der Offensive Potenzial bzw. Bedarf haben, gerade auf der Rechtsverteidigerposition, haben wir jetzt eigentlich eine Verpflichtung für den Sommer, aber eine Direkthilfe mit Passlack bzw. einem jungen ambitionierten den Spieler, der Druck macht, wäre natürlich noch ganz schön. Hier habe ich gespeichert, 3 Stunden haben wir noch und es kommt eine Antwort und zwar ja sowohl von Nizza, die das akzeptiert haben, für den Kollegen Buscali, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn der kommen würde als wichtiger Stammspieler und auf der anderen Seite auch für Passlack, der hat Dortmund akzeptiert und da wäre es natürlich nochmal cooler, weil der braucht genauso viel Gehalt und wäre als Rotationsspieler oder wichtiger Stammspieler auf jeden Fall gefragt bei uns. Die Sache ist, es ist immer relativ schwierig innerhalb von 2 Stunden noch und ihr seht schon, 1 Stunde vor Ende, wir haben nur noch eine Sache und das ist das Angelehnte abgeholt von Giazi Zardes. Das heißt, wir bekommen weder Passlack noch bekommen wir den Kollegen Buscali. Ist natürlich extrem traurig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier, wenn ich gleich übrigens den Tipp an den mir gegeben habe, mit Y einfach die vorherigen Einheiten herstellen. Ist wirklich ein guter Tipp. Danke dafür. Ja, wir haben im Endeffekt keinen mehr verpflichtet, was natürlich ein bisschen schade ist, gerade in der Defensive. Aber wir haben ja unseren Neuzugang mit Iheanacho, der hier übrigens ein F bekommt bei Training, super. Und wir haben den Neuzugang Gold, der natürlich extrem, extrem stark ist. Und im Sommer können wir immer noch nachrüsten, hoffentlich mit ein bisschen Geld. Ob ich die Finanzspritze benutze oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber wir haben Gold sowieso 2 Jahre, von daher haben wir da nicht so wirklich Bedarf. Und ich denke mal, ohne Finanzspritze ist es auch schon unrealistisch genug. Man muss natürlich dazu sagen, es ist in gewisser Weise unrealistisch, aber man kann den Karrieremodus auch gar nicht realistisch spielen. Von daher nehmt mir das nicht übel, aber das werde ich auch nicht weiter ändern, denn irgendwo soll es auch Spaß machen und das macht es, wenn man den Verein so richtig nach oben haut. Realistisch genug ist dafür der Newcastle-Karrieremodus, ich denke mal, das geht einigermaßen in Ordnung. Und im Endeffekt ist es FIFA. Es soll nicht Realität sein, sondern soll Spaß machen und das tut es auf jeden Fall. Wir spielen jetzt gleich gegen Union Berlin. Die Aufstellung muss nicht großartig verändert werden. Es wird weiter so gespielt wie bisher. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffe, ihr holt 3 Punkte und bis gleich. Die Schüko Arena ausverkauft und zu Gast war der erste FC Union Berlin. Die Hauptstädter also heute auf der Alm wollten 3 Punkte mitnehmen gegen Arminia Bielefeld, das einen sehr enttäuschenden letzten Transfertag erlebt hatte. Gleich 3 Deals waren geplatzt. Einer davon Giazi Zardes, Spieler von LA Galaxy, dann noch Passlack und auch Buscali. Alle 3 Transfers hatten nicht stattgefunden und dementsprechend musste heute das eigentliche Spielermaterial überzeugen und sollte gegen die Hauptstädter zeigen, dass es auch so funktioniert. Hesel im Tor davor, Dick Christensen, Börner und Schobert in der Defensive, Diersen wie immer auf der 8, dann auf der 10 quasi Ryan Gold, rechts Bart Finne, links Amina Fahne und in der Sturmspitze der Neuzugang Kelec, Iheanacho zusammen mit Melvin Lorenzen, die schnelle Offensive, Daniel Haas, Kessel, Puncic, Leisner und Schöner in der Defensive auf der anderen Seite, Doppel 6 bestehend aus Kreilach und Fürstner, davor dann Quiring, Celionanu, Nikci und Sören Brandy in der Sturmspitze. Adrian Nikci, ehemaliger Hannoveraner, sagte beziehungsweise gegen den Freundschaftsgegner von Hannover 96 wäre es für ihn, trotz dessen er nicht wirklich aktiv für die 96er war, eine besondere Partie. Zwar haben die seit Ewigkeit nicht mehr gegeneinander gespielt, aber solche Interviews von Fußballern, wir wissen das alle, sind nicht immer ganz ernst zu nehmen. Die stärkste Defensive der Liga immer noch auf Seiten der Arminia und damit auch bedeutend der stärkste Torwart, den Kollegen Wolfgang Hesel. Wir springen rein in die Partie. Erste Szene, Bart Finne mit dem Doppelpass mit Melvin Lorenzen und der Norweger über außen mit der Flanke. In der Mitte steht Iheanacho mit dem Kopfball und das erste Mal muss Daniel Haas eingreifen, macht das aber gut und dementsprechend weiterhin 0:0. Dann aber ein Fehler im Aufbauspiel. Kreilach mit dem Ball auf Nikci, der zurück auf Kreilach und der verliert den.
Brasilien gegen Iheanacho. Union weit aufgerückt und dann die Gerianer ist schnell und ist schneller als Krailach. Zieht ein in den 16er an die kurze Ecke, beziehungsweise auf die kurze Ecke geht er zu, macht das 1:0. Sechste Spielminute, erstes Tor für Iheanacho letzte Woche, den entscheidenden Elfmeter in der 90. Minute verschossen. Und hier macht er seinen Fehler direkt mal wieder im nächsten Spiel gut. Klasse Solo vom Nigerianer, keiner kommt hinterher. Amsif, ja, hätte den eventuell gehalten, aber sein Vertreter Haas heute sieht dann nicht so sonderlich gut aus und dementsprechend steht es 1:0. Es ging direkt weiter, 3-1 Situation, Iheanacho zusammen mit Gold und Lorenzen, er ist eigensinnig, er macht es alleine und er verzieht. Es wäre das 2:0 gewesen, aber auch ein bisschen Eigensinn kann mal passieren und dementsprechend weiterhin nur 1:0. Danach dauerte es ein bisschen, aber es spielte trotzdem nur die Arminia. 37. Minute wieder Iheanacho sehr aktiv auf seiner Position, die Flanke, aber Gold ist kein Kopfballspieler und dementsprechend ist die Situation nicht so gefährlich, wird aber zum Boomerang von Haas. Der Abstoß kommt nämlich nochmal zu Ryan Gold, der spielt weiter in die Spitze und zwar kommt der Ball dann im Endeffekt zu Bart Finne und der zieht einfach mal ab und so schlecht war das gar nicht, geht aber trotzdem am Tor vorbei. Die Unioner, die waren nicht so wirklich vorne überhaupt mit dabei, kurz vor der Halbzeit mal diese Chance hier, Brandy kommt nicht wirklich ran, aber dann kann Diersen nicht richtig klären hier und der Ball kommt nochmal aufs Tor von Dominik Krailach, allerdings in die Arme von Haas, Hesel, Entschuldigung, und dementsprechend nicht weiter schlimm. Danach, ja, gab es einen Konter. War aber quasi wieder ein Boomerang von Union. Der Ball kommt zu Lorenzen. Der ist schnell und spielt dann den klasse Pass auf außen. Auf den Kollegen Afane. Der mit der Flanke auf den ersten Pfosten untersteht. Ryan Gold und kommt dann den Ball. Aber kann ihn nicht reinschieben in die Kurze. Er geht knapp am Tor vorbei, der Schotte. Vergibt das mögliche 2:0. Mit dem 1:0 ging es dann in die Pause. Iheanacho hatte getroffen. Und dementsprechend war die Führung für die Arminia auch verdient. Denn Union kam, wie wir gesehen hatten, nicht so wirklich vor das Tor. In der zweiten Halbzeit wurde es dann aber besser. Wir sehen Nikci mit dem Ball auf Brandy. Der nochmal auf Schönheim. Wieder zurück auf Sören. Brandy und da muss Hesel sich lang machen. Das war die erste richtig gute Aktion von Union in der Offensive und direkt mal richtig gefährlich. Auf der anderen Seite kam dann nach knapp 70 Minuten, ja, Bart Finne, ja, bekam seine wohlverdiente Pause und Christoph Hämlein wurde eingewechselt, durfte auch gleich den anschließenden Eckball treten und der wurde in gewisser Weise gefährlich, denn Afane nimmt den Ball gut an und versucht dann mit dem Volley abgefälscht, nochmal abgewehrt, nochmal Iheanacho, der legt den ab auf Ryan Gold, der versucht nochmal Volley und wieder abgefälscht. Es war also Glück im Spiel bei der Union, beziehungsweise bei den Unionern, allerdings konnten sie den Ball dann kehren und hatten selber nochmal eine Chance. In der 80. Minute der Ball nach vorne gespielt auf Puncic und der spielt weiter auf Dominik Krailach. 1:1, dachten viele, dachten aber zu viele, denn es war nicht das 1:1. Krailach deutlich im Abseits beim Ball von Puncic und dementsprechend gab es auf der anderen Seite nochmal die Konterchance. 90. Minute, aber auch hier im letzten Moment, ja, war Lorenzen doch ein Tick zu spät gestartet und stand im Abseits. Dementsprechend blieb es beim 1:0, aber die Arminia gewinnt trotzdem gegen Eisern Union mit eben diesem 1:0. Iheanacho konnte seinen Fehler wieder gut machen, holt die 3 Punkte im Alleingang für seinen Verein und die Arminia weiterhin Tabellenführer, weiterhin das beste Heimteam, jetzt mit 25 Punkten, das ist fast schon die Maximalausbeute und das ist mehr als beeindruckend für einen Aufsteiger. Es scheint so, als würden sie sich tatsächlich durchsetzen, als würden sie tatsächlich am Ende oben stehen, das wäre ein Wahnsinn, der direkte Durchmarsch in Liga 1. Für Union sieht es nicht so gut aus, diese Niederlage eine neuerliche Bestätigung der aktuellen Lage, die müssen arbeiten, sonst wird es nichts. Södli, das war, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Iheanacho mit einem klasse Tor. Kann man nichts gegen sagen, hat er super gemacht. Allerdings, ja, die Szene danach, da war der Abschluss, ich sag mal, fragwürdig. Das war so ein bisschen komisch. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, er ist Linksfuß, den macht er schon, aber hat er leider Gottes nicht gemacht. Ist, wie gesagt, schade, 2 Tore in 2 Spielen, beziehungsweise 2 Tore im 2. Spiel und damit 2 Tore in 2 Spielen, wäre sehr nice gewesen, aber kann man halt im Endeffekt auch nichts machen. Wir haben das Training abgeschlossen, ihr seht es, und gehen ins nächste Spiel, beziehungsweise zum nächsten Spiel gegen den FC Nürnberg. 1. gegen 6. ein kleines Topspiel und es wird am Montagabend stattfinden, was natürlich wunderbar ist. Unter Flutlicht sind meistens die schönsten Spiele und gerade in Liga 2 sind die immer sehr, sehr unterhaltsam, muss man doch ganz ehrlich sagen. Wir löschen die Scout-Aufträge, die gingen mir nämlich persönlich ein bisschen auf den Keks und simulieren weiter vor zum Spiel gegen Nürnberg. Grüße übrigens an dieser Stelle an den Schlappi, der das niemals sehen wird, aber das ist mir egal. Wir machen noch die Aufstellung fertig und dann würde ich sagen, kann es auch direkt losgehen mit der Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und wir holen uns hoffentlich die nächsten 3 Punkte. Allerdings wird es diesmal hoffentlich nicht ganz so einfach. Zweite Bundesliga, Topspiel im Grundig-Stadion. Der 1. FC Nürnberg empfing den Tabellenführer DSC Arminia Bielefeld. Die Armin momentan in einem unfassbaren Lauf und auf der anderen Seite stand auch Nürnberg nicht so schlecht. Nach dem Abstieg mit die beste Saison, die Klubberer bisher so gespielt haben im Unterhaus des deutschen Fußballs. Wie gesagt, momentan auf Tabellenplatz 6, 31 Punkte, 12 Punkte hinter der DSC und die könnten ihre Führung bzw. ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten bereits auf 9 Punkte ausbauen. Das wäre eine absolute
Wand, die dann zwischen diesen beiden Vereinen, zwischen dem TSV 1860 München und dem, ja, TSC Arminia Bielefeld stehen würde. Auch eine Wand steht momentan im Sturm bei der Arminia. Melvin Lorenzen, zuletzt nicht so erfolgreich, aber bereits 10 Saisontore und damit noch 2 vor Daniel Adlung. Dementsprechend sieht er super aus. Und jetzt mit seinem neuen Sturmpartner Iher Nacho, der ja bereits auch einmal getroffen hatte in seinen 2 Spielen, sollte das Ganze in der Offensive der Arminia doch laufen. Raphael Schäfer im Kasten bei Nürnberg, davor Bretschko, Margreiter, Hofland und Laszlo Sepsi auf der Linksverteidigerposition. Davor Hanno Behrens, Jan Pollack, Rüdiger Gislason, Burgstaller, Kevin Möwald und Jakob Silvestre in der Offensive bzw. als einzige Spitze. Auf der anderen Seite die gleiche Elf, die zuletzt so erfolgreich gegen Union Berlin gespielt hatte. Im Tor Wolfgang Hesel, davor Florian Dick, Christensen, Börner und Schuppan auf der 8, wieder Tim Diessen auf der rechten Seite, Bart Finne, der seine Stürmerposition verloren hat, aber trotzdem noch im Kader steht, Amina Fahner auf links, davor Ryan Gold und in der Sturmspitze Melvin Lorenzen und Iher Nacho, die Position getauscht hatten, die Seite getauscht hatten. Iher Nacho kam jetzt über die linke Seite etwas mehr und Lorenzen über die rechte, die beiden also auf den Seiten von ihrem jeweils starken Fuß nicht mehr in die Mitte ziehen, sondern diesmal aus Spitzenwinkel abschließen, wie zuletzt der Nigerianer es so erfolgreich getan hatte gegen Union Berlin, wo er das Siegtor geschossen hatte. Wir springen rein in die Partie und die erste Chance hatte zu aller Überraschung, ja, nicht die Arminia, sondern die Nürnberger. Hier der Fehlpass von Afane. Möwald spielt den Ball weiter auf Jakob Silvestre und der zieht einfach mal ab aus 12 Metern, aber Hesel mit einem Weltklasse-Reflex da und hält seine Arminia im Spiel. Das war der Auftakt zu einer Angriffsserie vom FC Nürnberg. Wir gucken uns den Eckball ebenfalls noch an, wird reingebracht von Gislason. Allerdings ist diesmal Hesel souverän da und hält diesen Ball sogar fest. Also, es war der Auftakt, denn es spielte nur der erste FC Nürnberg gegen in die 26. Minute, da kommt der Ball auf Möwald, der im 16er gegen Börner und er fällt und es gibt den Elfmeter nach 27 gespielten Minuten. Ganz, ganz schwach vom Innenverteidiger der Arminia. Da darf er niemals so hingehen. Er hält am Trikot des Stürmers, des Angreifers des ersten FC Nürnbergs und somit kriegen die Klubberer hier nach knapp einer halben Stunde den Elfmeter zugesprochen. Die Chance also für Jakob Silvestre, das 1:0 zu erzielen. Die Führung damit gegen die Arminia, aber die haben starken Keeper und das sehen wir hier. Der kassiert nicht umsonst so viele Gegentore. Er keschert diesen Elfmeter aus der linken unteren Ecke raus und dementsprechend bleibt es beim 0:0. Ärgerlich für den Club und die sahen sich dann auf der anderen Seite einem Konter gegenüber. Das ist Bart Finne, der geht über außen und wird gefoult. Es gibt zu Recht den Freistoß, keine gelbe Karte, obwohl es ein taktisches Foul war. Aber die gute Gelegenheit durch den Freistoß. Erst sah es so aus, ob Finne schießen würde, aber dann schnappte sich Afane den Ball, hatte wohl Anweisungen bekommen. 37 Meter knapp, er versuchte es trotzdem direkt, der Schwede, und das war gar nicht mal so schlecht. Da wäre Schäfer eventuell nicht mehr hingekommen, aber so blieb es weiterhin beim 0:0. Kurz vor der Halbzeit nochmal eine Chance. Flanke von Diersen in den 16er, aber das sah meistens so aus, dass die Flanken einfach nicht ankam, viel zu wenig Präzision im Spiel der Arminia und dementsprechend ging es mit einem 0:0 in die Pause. Da musste noch einiges passieren. Melvin Lorenzen stand heute so ein bisschen im Fokus, hat ja bereits 10 Saisontore wie angesprochen, aber konnte auch in der ersten Halbzeit wieder keine wirkliche Torgefahr ausstrahlen. Da musste noch ein bisschen was passieren, aber es blieben ja noch 45 Minuten für die Arminia und sie kamen besser in die zweite Halbzeit rein. Wir springen in die 65. Minute, abgefälschte Flanke zunächst einmal von Lorenzen, aber der Ball nochmal wieder erobert von Tim Diessen und der spielt den wunderbaren Pass auf Amina Afane und der zieht einfach ab und abgewählt und da ist hier Nacho 1:0 oder auch nicht, denn dieses Tor zählt nicht. Der Nigerianer stand knapp im Abseits und dementsprechend nicht der Führungstreffer für die Arminia. Wir sehen es gleich in der Wiederholung beim Schuss des Schweden. Afane ist der Neuzugang von Manchester City knapp im Abseits beziehungsweise deutlich im Abseits und dementsprechend zählt der Treffer zu Recht nicht. Auf der anderen Seite mal die Chance durch Möwald, aber der zieht über den Kasten. Es war jetzt ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und die größte hatte dann plötzlich Arminia Bielefeld. Diessen mit dem Ballgewinn gegen, ja beziehungsweise im Kopfballduell, dann auf Iher Nacho, das ist Melvin Lorenzen, der spielt nochmal auf Iher Nacho mit dem rechten Fuß und dann gerade noch so auf der Linie geklärt. Schäfer hat den Ball wohl nur ins eigene Tor gelenkt, aber so war das Ganze erstmal entschärft. Nochmal Diessen mit dem Ball auf Ryan Gold, der versucht aus der zweiten Reihe, aber auch dessen Schuss wird abgefälscht und dementsprechend weiterhin 0:0. Dann wieder der Club auf der anderen Seite, Möbel mit dem Ball auf Silvestre und der zieht wieder mal ab und klasse Parade von Hesel. Silvestre kam einfach nicht durch gegen den besten Keeper der zweiten Liga und wir springen dann in die 85. Minute. Weiter Ball nach vorne auf Tim, von Tim Diessen auf Bart Finne und der ehemalige Kölner macht das klasse. Super Ballannahme, geht in den 16er, macht das wunderbar. Wieder der Schuss auf die kurze Ecke. Schäfer ist da und es steht trotzdem 1:0. Und wer hat's gemacht? Natürlich Melvin Lorenzen. Was für eine Frage. 11. Saisontor für den Deutsch-Engländer. Und das war wirklich stark gemacht von Finne. Setzt sich hier super durch. Auf der Linie ist es dann der Verteidiger, der mit dem Kopf noch dazwischen ist und eine wunderbare Rettungstat macht. Aber Lorenzen ist halt effektiv, steht an der richtigen Stelle und schiebt ein zum 1:0. Das war in der Summe verdient. Auf der anderen Seite versuchte der Club zurückzukommen. Guido Burgstaller hier mit dem Versuch. Es gab nochmal einen Ball, aus dem wurde nichts. Aber die Szene danach wurde nochmal richtig interessant. Ball auf Hovland, der liegt weiter und zwar auf Aravos. Eingewechselt, der Pfosten rettet für die Arminia. Hesel wäre nicht da gewesen, aber so der Ball nicht drin. Nochmal Miso Bretschko mit dem Pass, aber abgelaufen.
gelaufen und dann ist Hesel da. Es war die größte Chance der Partie, die der Club hier vergab, aber es war die letzte Chance der Partie. Somit gewinnt Arminia Bielefeld das zweite Spiel in Folge mit 1:0 und das Montagabendspiel geht mit 3 Punkten für den Tabellenführer aus. Bitter für Nürnberg, der hat eine wirklich starke Leistung gezeigt, aber ihre großen Chancen nicht genutzt. Der Elfmeter, ja, nicht gut geschossen von Silvestre, dann der Pfostenschuss, die Riesenchancen von Silvestre nicht genutzt und im Endeffekt muss man dann sagen, geht der Sieg für die Arminia in Ordnung. Die hatten auch große Chancen und Lorenzen hatte das glücklichere Füßchen für sich, kriegt auch die Glückwünsche von Jan Pollack und dementsprechend 9 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 2 für die Arminia. Es sieht so aus, als würden sie aufsteigen nach nur einem Jahr in Liga 2. Das wäre wunderbar für die ganze Region und die Männer von der Alm sind momentan das Nonplusultra in Liga 2. Nürnberg verweilt erstmal auf Tabellenplatz 6. Das war knapp, aber das war richtig schön, fand ich. Also ich fand, dass das Tor von Lorenzen schön war. Ich fand, dass die Chance davor von Iheanacho schön war. Ich fand allgemein, wir hatten sehr viele gute Chancen. Wir müssen daran arbeiten, die Bälle dann auch wirklich in die kurze Ecke reinzumachen. Aber dafür haben wir das Training, wo wir den Abschluss trainieren können. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Woche geht's dann weiter mit wieder 2 Spielen. Was heißt nächste Woche? Nächste Episode geht's dann wieder weiter mit 2 Spielen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf und seid dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch natürlich jetzt noch, wie sollte es anders sein, einen wunderschönen Tag. Und hoffe, wie gesagt, dass euch gefallen hat und dass euch der fehlende Realismus nicht ganz so doll stört, wie, ja, mich ja eigentlich auch nicht. Bis dann, haut rein und ciao.